Also, heute machen wir den Chip and Run. Okay, ich erkläre erstmal die Basics zum Chip and Run, weil beim Chippen ist es immer noch was anderes als beim Pitchen. Erstmal der Unterschied zwischen einem Chip und einem Pitch. Der Chip ist mehr eine Bewegung aus den Armen und ohne Handgelenke. Der Pitch ist mehr eine Drehung mit Handgelenkeinsatz und mit Körpereinsatz. Der Chip ist wirklich eine reine Bewegung aus den Armen und aus den Schultern. Fast zu vergleichen wie mit dem Putten. Beim Chip and Run oder beim Chippen an sich gibt es drei Basics, die man immer wieder sich herholen muss, damit der Chip gut wird. Basic Nummer 1 ist die Ballposition. Will man, dass der Ball mehr rollt als fliegt, liegt der Ball rechts. Das kann man sich so merken. Rechts wie rollen. RR. Will man, dass der Ball mehr fliegt als rollt, liegt der Ball mehr links im Stand. Das machen wir aber später. Jetzt sind wir erstmal beim Chip and Run. Also, Basic Nummer 1 ist die Ballposition, das heißt rechts im Stand. Basic Nummer 2 ist die Gewichtsverlagerung. Die Gewichtsverlagerung ist 70-80% auf dem linken Fuß. Ich lehne mich mit dem gesamten Körper nach links, das heißt auch, dass der ganze Oberkörper fast Richtung Boden neigt. Die linke Schulter wird eher negativ, was dazu führt, wenn ich das mache, dass der Eintreffwinkel automatisch steiler, sprich direkter auf den Ball von oben kommt, ohne dass man die Hände hochheben muss. Wenn ich gerade stehe, ist der Eintreffwinkel zu flach. Wenn ich rechts stehe, treffe ich meistens vorher den Boden oder toppe den Ball. Also, deswegen lehne ich mich samt Schultern nach links, fast auf den Außenfuß. Man kann sich das so vorstellen, als würde ich Skifahren. Ich lehne mich nach vorne außen. Die dritte Basic ist die Handposition. Die Handposition ist egal, wo der Ball liegt, ob er rechts im Stand liegt oder links im Stand liegt. Die Hände sind immer Innenseite linker Oberschenkel. Ja? Das kann man sich auch leicht machen, indem man sich gerade hinstellt und sich nach links samt den Händen legt. Gegriffen ist der Schläger im kurzen Spiel übrigens nie voll. Er ist immer mittig bis kurz gegriffen. Ich greife den Schläger jetzt mittig. Also, um mal einen vorzumachen, Ballposition ist rechts. Ich stelle mich gerade hin, lehne mich nach links und chippe. So, von der Bewegung. Wie ich vorher schon gesagt habe, der Pitch ist eher in einer Drehung. Der Chip geht genau gerade zurück und gerade durch den Ball, parallel zu den Füßen. Eine gerade Bewegung. Die Hände sind bei dieser Bewegung, wie sie am Anfang schon sind, immer vor dem Ball. Es fühlt sich eher an, als möchte ich etwas wegkehren. Und das ist auch das Geheimnis, den Ball richtig zu treffen. Wenn ich anfange, im Schwung nach hinten zu fallen, überholt der Schlägerkopf die Hände und der Schlägerkopf toppt den Ball. Also, die Hände bleiben immer davor. Nochmal, Chip and Run. Ballposition rechts, mittig gegriffen. Ich lehne mich samt der Schulter nach links, die Hände bleiben vorne. Und ich garantiere einen guten Chip.